Herzlich willkommen zur heutigen Andacht aus der Markuskirche. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ihr gekommen seid. In dieser halben Stunde können wir zur Gemeinschaft werden, die unsere Kirchenmauern sprengt. Noch klein und im Dunkeln. Eine überschaubare Zahl sind wir. Doch die Freude bricht sich ihre Bahn. Das ist Ostern. Und schon bald pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Lasst uns diese Andacht feiern. Im Namen Gottes des Vaters, Anfang und Ende. Im Namen Gottes des Sohnes, Jesus Christus, gestorben und auferstanden. Im Namen Gottes des Heiligen Geistes, Kraft, die uns treibt. Amen. Wir stehen am Ende der Passionszeit. Die Zeit, in der wir uns an die dunklen Zeiten im Leben Jesu erinnern. An das Verlassensein, an die Einsamkeit, an das Ausgelacht und an das Verspottetwerden. Wir erinnern uns an die Schmerzen, die Jesus ertragen hat, und an seinen Tod. In der heutigen Osternacht stehen wir noch im Dunkel. Wir stehen mitten in der Nacht, noch gefangen im Tod, noch gefesselt von trüben Ideen, noch die Augen voller Tränen. Der Blick reicht nicht weiter als eine Armlänge. Wer kennt sie nicht, die dunkle Zeit? Die Zeit der Traurigkeit, die Zeit der Qual, die Zeit der Tode mitten im Leben. Lasst uns gemeinsam das erste Lied singen, Holz auf Jesu Schulter. Betet mit mir. Wie gelähmt bin ich, wenn die Angst mich befällt. Ich kann mich nicht rühren, komme nicht vom Fleck. Herr, erbarme dich. Wie blind bin ich, wenn die Trauer sich durch die Seele frisst. Ich sehe keinen Weg, kein Licht. Herr, erbarme dich. Wie taub bin ich, wenn der Zweifel in meinen Glauben schleicht. Ich kann den Ruf zur Hoffnung nicht mehr hören. Herr,
erbarme dich. Wie tot bin ich, wenn die Verzweiflung mein Herz gefangen hält. Hoffnung ist ein Fremdwort, Zukunft chancenlos. Herr, erbarme dich unser. Hört einen Teil der Ostergeschichte, wie Matthäus sie aufgeschrieben hat. Am Abend aber, da Jesus am Kreuz gestorben war, kam ein reicher Mann aus Arimathäa. Er hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib Jesu und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Türe des Grabes und ging davon. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Liebe Gemeinde, ich glaube, jeder von uns kennt in seinem Leben Momente, in denen es sprichwörtlich dunkel um uns wird. Wenn die kleinen Tode des Alltages uns ergreifen und nichts mehr geht. Haben Sie Kinder? Wenn ja, sind Sie sicher auch schon genauso wie ich an Ihre persönlichen Grenzen gestoßen, konnten einfach nicht mehr oder haben Dinge gesagt oder getan, die falsch waren. Gleiches gilt ja auch für jeden und jede von uns in Bezug auf unsere eigenen Eltern. Auch die können oder konnten einen zur Verzweiflung bringen und wir sie, oder? Dann passiert es, dass wir den Menschen, die wir am meisten lieben, Ungerechtigkeit widerfahren lassen. Der Streit über Nebensächlichkeiten oder auch der Ärger über Unachtsamkeiten, der wächst ganz rasch an. Worte, die schnell gesagt sind, Verletzungen, die wehtun, das sind schmerzliche Realität im jeden Leben. Dunkle Seiten des Lebens sind vielfältig. Oft können wir selber etwas dafür, dass sie eintreten. Oft sind wir ihnen aber auch ausgeliefert, wenn Krankheiten an unsere Tür klopfen und uns dadurch zur Ruhe mahnen, wenn die Arbeit einfach zu viel wird und Menschen zusammenbrechen. Leben hat nicht nur mit dem Licht der Freude zu tun, also hoffentlich auch. Aber heute, eben am Kar-Samstag, möchte ich mit Ihnen die kleinen Tode des Lebens bedenken. Wie gehen wir damit um, wenn scheinbar alles zu schwer, zu viel, zu hart, zu dunkel wird? Können wir in der Dunkelheit noch sehen, dass womöglich ein Licht brennt, ein Licht in der Dunkelheit der Nacht, eine kleine Flamme, die uns Hoffnung fassen lässt?
Finden Sie Hoffnung in den Tälern des Lebens? Wenn die Wolken sich zu einer schwarzen Gewitterfront zusammengezogen haben und alles rundum dunkel und merklich kühler wird? Bleiben Sie stehen und erstarren? Erstarren vor dem aufziehenden Unwetter oder suchen Sie doch Schutz im nächsten Schutzhaus, in der Gemeinschaft derer, die mit Ihnen sind? In der Nacht des Lebens sind wir doch alle nicht allein. Die Erfahrung des Scheiterns kennen doch auch unsere Begleiter und Begleiterinnen am Weg. Wenn es mir oder dir schlecht geht, sind da die anderen nicht doch auch für uns da? Manchmal fehlt doch nur ein Wort, damit unsere Mitmenschen erkennen: Oh, da ist einer, der braucht meine Unterstützung, meine Zuwendung, mein offenes Ohr. Ich weiß, oft traut man sich nicht, mit den Krisen des eigenen Lebens andere anzusprechen. Ich kann doch nicht mit meinen Problemen die anderen belästigen. Oder was werden denn die anderen von mir denken? Sind das Sätze, die dann durch den Kopf gehen? Aber ich bin sicher, mein Gegenüber kennt auch die dunklen Zeiten, hat schon Nächte ohne Sonnen, natürlich ohne Sonnenschein, weil in der Nacht scheint die Sonne nicht, aber ohne Mondschein durchstanden. Und trotzdem, obwohl er die dunkle Nacht kennt, könnte er mir vielleicht vom kommenden Licht erzählen, das nach der Nacht anbricht. Der Lichtschein der Hoffnung ist doch eine wundervolle und ganz mächtige Sache. Wenn wir Hoffnung fassen, dass die Nacht vergeht, die Dunkelheit im Leben wieder verdrängt wird von dem Licht, ob vom Kerzenschein in der Nacht oder vom Morgen, der naht. Es kann weitergehen. Die kleinen Tode des Alltages sind von kleinen Auferstehungen begleitet. Ich weiß aber auch, dass wir in unserem Leben nicht nur mit den kleinen Toden des Alltages zu ringen haben, sondern auch mit den großen Gefühlen der Verlassenheit, der Sterblichkeit, mit dem Elend der Hoffnungslosen und mit der Trauer der Zurückgebliebenen. Mit Lebenserfahrungen, die wohl keine helle Wendung nehmen werden. Nächte, die wohl bleiben werden. Bleiben werden zumindest für die Spanne des Lebens. Welches Leid erfahren Väter und Mütter in all den kriegsführenden Ländern? Wie viele Menschen lassen ihr Leben für edle Ziele oder für fragwürdiges Machtspiel einiger weniger? Was für lange Zeiten der Dunkelheit durchleben die Menschen im arabischen Frühling? Denken Sie in der Geschichte zurück an die Französische Revolution. Wie viele Jahrzehnte hat es gedauert, dass das Leid ein Ende hatte? Wie lange hat es gedauert, bis die Nacht des Mordens und des Vergewaltigens endlich wich und sich das Gute durchsetzte, der Morgen anbrach, den wir heute sehen und
so hochschätzen. Manche Nächte sind endlos lange, aber die Hoffnung auf den Morgen und die kleinen Lichter der Hoffnung in der Nacht lassen uns doch weitergehen. Denn der Morgen, der naht unausweichlich. Der Sonnenaufgang, der Neubeginn ist ganz gewiss. Unser Glaube, der spricht auch davon. Die Nacht des Todes ist überwunden. Der Morgen, der bricht an. Nachdem Jesu ins Grab gelegt wurde und der große Stein davor gerollt wurde, brach die finstere Nacht für seine Freunde an. Für manche war wohl auch die kleine Kerze der Hoffnung erloschen. Nicht so für die Frauen, die am dritten Tag zum Grab gingen. Sie konnten erfahren, was Befreiung bedeutet. Sie durften vom Gottesboten das Wort der Erlösung hören. Der Stein, der ist weggerollt vom Grab, die Stätte der Nacht, die ist leer. Neue Hoffnung, neues Leben. Der Tag bricht an, die Sonne der Unendlichkeit, die Sonne der Hoffnung erstrahlt und durchflutet unser Leben. Die kleinen Tode des Lebens und die kleinen Auferstehungen, die geben uns einen Vorgeschmack auf die große Auferstehung, geben uns einen Vorgeschmack von der Hoffnung, die uns trägt, am hellen Tag und auch in der dunklen Nacht. Gemeinsam gehen wir diesen Weg, jede und jeder von uns, als Betroffener, als Hoffnungsvolle, als Suchende. Gehen wir doch ein Stück dieses Weges gemeinsam, stärken wir uns gegenseitig in der Hoffnung und stützen uns, wenn die Last schwer wird. Denn Jesus Christus, der wird als der Auferstandene geglaubt, den wir als Auferstandenen glauben und suchen. Der hat schon ganz genau gewusst, dass wir uns gegenseitig brauchen. Er hat uns gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir müssen und sollen auch nicht alleine durch die Dunkelheit irren. Aber auch im hellen Sonnenschein ist es doch gemeinsam viel schöner. Gehen wir gemeinsam. Der Auferstandene ist mit uns. Denn Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht des Lebens. Amen.
Lasst uns beten. Lieber Gott, schenke den Menschen, die im Dunkel leben, dein Licht. Lieber Gott, schenke Frieden in den Familien. Lass uns das Verzeihen neu lernen. Lieber Vater, danke, dass wir zu Ostern die Auferstehung deines Sohnes feiern dürfen, der für jeden von uns gestorben ist. Für die Gefangenen in den 28 Haftanstalten Österreichs, dass sie Versöhnung geschenkt bekommen, mit sich selbst, mit ihren Opfern, mit dir, lebendiger Gott. Guter Gott, du hast uns deinen Weg in Jesus Christus gezeigt. Zu dir beten wir im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit. Wir sind bewahrt geblieben in so mancher Gefahr. Du bist bei uns gewesen und hast uns beschützt, allmächtiger Gott. Vergib uns unsere Angst, unsere Sorgen, unseren Unglauben. Lieber Gott, du weißt sicher, dass ich keine Übung im Beten habe. Trotzdem hoffe ich sehr, dass du mich erhörst. Am Ostersonntag werde ich durch die Taufe in die Gemeinschaft aufgenommen, sowie 6 weitere liebe Menschen. Herr, unser Pastor sagte, durch die Taufe wird sich etwas bei uns verändern. Wir werden etwas Altes zurücklassen und etwas Neues entdecken. Bitte, Herr, lass uns gut in die Gemeinde aufgenommen werden. Lass uns fröhlich sein an dem Tag, wenn wir die Auferstehung von Jesus feiern. Schenke allen Menschen, auch die, die nicht in deiner Gemeinschaft sind, Hoffnung, Kraft, Gesundheit und sehr viel Liebe. Gott, du bist unser Halt, der Grund, der uns trägt, das Dach, unter dem wir wohnen, der Friede, in dem wir ruhen. Wir danken dir, Gott. Wir bitten dich für die Menschen, die keinen Frieden finden, die von Krieg und Not bedroht sind. Schenke ihnen Plätze und Zeiten des Friedens. Ich leide im Moment sehr mit meiner Familie. Hilf uns und schenke uns Kraft und Gesundheit. Danke. Du, Gott, bist der Grund des Lebens und der Liebe. Wir sind deine Geschöpfe, Männer und Frauen, Junge und Alte, Juden, Christen, Muslime und all die anderen glaubenden Menschen. Schenke uns den Mut, dich als großen Gott zu glauben, dessen Sein und Liebe über allem steht. Lieber Gott, schenke uns, dass wir deinen Tod und deine Auferstehung neu kennenlernen dürfen. Wir bitten dich, Gott, für all die Menschen, die nicht glauben können oder wollen. Für die Menschen, die beschlossen haben, Gott existiert in keiner Form. Schenke ihnen und uns große Herzen voll Nächstenliebe, damit wir uns gegenseitig nicht verdammen. Gott, heute feiern wir das Leben. Der Stein vor dem Grab ist weggerollt. Das Leben hat über den Tod gesiegt. Und doch gibt es Menschen, die gerade eben um einen lieben Menschen weinen, den du zu dir gerufen hast. Tröste alle Trauernden. Schenke ihnen Beistand durch uns. Und stärke ihre Hoffnung auf dich.
Lieber Gott, manchmal ringt jemand um Worte. Du kennst auch die großen Probleme und Fehlschläge im Leben. Schenke Worte der Vergebung und Möglichkeiten zum Neubeginn. Guter Gott, in der Stille bringen wir vor dich, wofür wir keine Worte finden. Lasst uns gemeinsam so beten, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Durch das Dunkel hindurch. Lasst uns um den Segen des allmächtigen Gottes bitten. Freundlich hast du uns aus dem Dunkel der Nacht an das Licht des Tages geführt. Lob sei Gott. Segne nun Gott diesen Abend und alle unsere Tage. Dich, mit dem wir unterwegs sind, immer wieder zu dir. So empfangt den Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen. Die heutige Kollekte erbitten wir am Ausgang für unser großes Bauprojekt. Wir bauen einen neuen Haupteingang und wir möchten unsere Orgelempore gerne erweitern. Wir sagen ganz herzlichen Dank für jede Gabe. Jeder Cent hilft uns weiter.
Auch vor Ihren Computern haben Sie die Möglichkeit, uns eine Spende zukommen zu lassen über die klassische Überweisung, denn PayPal ist momentan leider nicht möglich. Wie Sie vielleicht bereits gemerkt haben, ist unsere Homepage momentan nicht online. Wir wurden leider mehrfach gehackt. Wir hoffen, dass wir das bald wieder in Ordnung bringen können. Ich darf Sie einladen zur nächsten Online-Andacht, die am 5. Mai stattfindet um 19 Uhr mit Pfarrer Hans-Jürgen Demel und Pfarrer Gregor Schwimberski. Auf Wiedersehen in der Markuskirche.